Liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird ein Balvenie Caribbean Cask 14 Jahre. Ja, geschmacklich bin ich mal wieder auf der Speyside unterwegs und bin bei The Balvenie gelandet. Schon lange nichts mehr im Glas gehabt. Im Glas nicht und vor der Kamera nicht. Hab ein paar unten und eigentlich gibt es nur einen, der mich komplett überzeugt hat von denen. Und das war der Sherry Single Cask. Das war ein Mörderteil. Den 12er habe ich mal im Glas gehabt. Für mich ist Balvenie zwar nicht billig, aber immer so eine für Einsteiger zu empfehlende Brennerei, weil die auch einen Charakter haben, der sehr honig, vanillig, smooth, gentleman-like ist. Ja, was haben wir heute hier? Wir haben einen Balvenie Caribbean Cask 14 Jahre mit 43 Volumenprozent für circa roundabout zwischen 59 und 69 Euro. Und jetzt kommt's. Er ist filtriert und er ist gefärbt. Ist halt so. Was wollen wir denn machen? Gefärbt, filtriert und dann um die 69 Euro, allerdings eine Jahresangabe mit 14. Gereift ist der Kollege in Ex-Bourbon-Fässern und dann hat er wohl ein mehrmonatiges Finish in karibischen Rumfässern erhalten, die laut Brennerei, also laut Balvenie, Rumfässer aus Jamaika, Kuba und Puerto Rico enthalten. Wenn man sich die Pulle anschaut, das ist die klassische Balvenie-Pulle, die mir auch sehr gut gefällt. Mir gefällt auch die Ausstattung, sehr puristisch, sehr retro, sehr klassisch. Eigentlich ein schöner, von der Ausstattung sehr schön. Normalerweise gibt es da auch eine Tube dazu, aber kann man auch mal sagen, ich habe den als B-Ware gekauft bei Hotte und da steht ja dann immer drin, kann für Beschädigungen an der Verpackung haben oder eben das, man weiß es nicht und ich habe das Ding als Geschenkset verkauft, deswegen auch 65 Euro mit zwei Gläsern drin, dass davon aber ein kaputtes Glas mitgeliefert wird. Ja, ist eher kundenunfreundlich. Naja, egal, ist halt so. Aber wie gesagt, ich habe den ja auch gekauft, damit man mal probieren können. Und deswegen steht er hier auch ohne Tube auf dem Tischchen. Die Farbe möchte ich gar nicht besprechen, weil ist zwar eine schöne Farbe, aber ist gefärbt. Von daher macht das keinen Sinn. Wollen wir mal die Nase reinhalten, was der Kollege zu bieten hat und was über die klassische Balvenie weiche, smoothe Charakteristik, was ihm die nur einigen Rumfässer denn geben konnten. Also es gibt wenig Rumfinishes oder Rumreifungen, die mich bisher überzeugen konnten. Eigentlich gab es da nur einen, der war von Ben Riach und das war, glaube ich, damals der 18-Jährige, der hat Dunder geheißen, Dunder. Keine Ahnung. Und der war eigentlich ganz, ganz okay und den kriegt man auch heute noch und allerdings nicht mehr zu dem Preis, den der Kollege hier kostet. Also, meine Lieben, ich halte mal die Nase rein. Ich möchte mal eins sagen, ich habe das in einem anderen Video schon mal erwähnt. Mich hat ja der Whisky-Wikinger, beziehungsweise der hat bei The Malt Head es so geschrieben, mit diesem Vorher einschenken. Das habe ich mir jetzt oder das gewöhne ich mir jetzt auch an, weil der Whisky verändert sich. Ich kann euch sagen, wie ich den eingeschenkt habe. Das erste, was mir da in die Nase gestochen ist, war wirklich Sprit. Und das bei 43%. Frisch, mentholischer Sprit. Der steht jetzt schon 20 Minuten und ich muss sagen, das Sprittige ist komplett verflogen. Also Zeit und Luft tun dem Whisky gut. Und du hast neben einer vollreifen Birnennote hast du einen leicht mostigen Anklang, wie gärendes Obst. Du hast Vanille, bisschen so Rohrzucker-Charakteristik und dann alles ein bisschen vermischt mit einem tropischen Obstsalat. Und in dem Obstsalat, da ist mit Sicherheit Ananas drin, da sind Bananenstücke drin
und als Brise noch ein bisschen Kokos. Ein sehr fruchtiger Geselle, sehr frisch, sehr hell. Hat, wie gesagt, wunderschöne Noten drin, wie diesen Rohrzucker und diesen karibischen Obstsalat. Ich mag ja Bananen, kommt da auch schön durch, hat so ein schönes, ja, milde, sämiges Nasengefühl. Also wirklich, allerdings für mich ein Sommerwhisky. Aber sehr, sehr fruchtig, hellfruchtig. Der Sprit ist wirklich verflogen, so ein leichten Mosston, gärendes Obst, karibischer Obstsalat. Ja, dann probieren wir einfach mal. Slanche. Smooth, cremig, also für die 43, hat einen sehr smooth, cremigen, öligen Anklang, Antritt. Du schmeckst die tropischen Früchte, so getrocknete Mango, dann wieder die Banane kommt durch, hast auch so einen ganz leichten Kokos und die Banane aber nicht wie eine frische Banane, die vielleicht unreif ist, sondern eher wie diese Bananenchips, die jeder hoffentlich von euch kennt. Die esse ich übrigens auch sehr gern. Hat also diesen zuckerig, bananigen Grundcharakter mit drin. Hinten setzt sich aber die Würze vom Eichenholz durch. Also der hat schon eine Würze, der hat auch eine gewisse Bitterheit entwickelt. Aber der Whisky ist wirklich wunderbar ausbalanciert zwischen einer exotischen Fruchtkomponente oder exotischen Fruchtkomponenten, Eiche, Würzigkeit, Bitterheit, Trockenheit, Schärfe. Ein Wechselspiel, was sich permanent abwechselt. Also der Whisky ist sehr einsteigerfreundlich und wer Rum mag, kann sich mit dem ruhig mal beschäftigen. Ist eines der gelungeneren Finishes mit Rum Casks, weil ich wirklich der Meinung bin, dass sie das Spiel zwischen einem klassischen Single Malt Whisky und dem Rum echt gut hingekriegt haben. Schön ausbalanciert. Ist gelungen. Die Nase, wie gesagt, die Birne dominiert immer stärker. Ich probiere auch nochmal einen Schluck. Ja, also man merkt schon, dass die Süße der Früchte wunderschön im Mund steht. Diese Cremigkeit, diese Konsistenz, die der Whisky hier hat, ist echt gelungen. Im zweiten Schluck kommt aber auch die Würze und diese Bitterheit, wo die Fässer gearbeitet haben, wirklich deutlich mehr zum Vorschein. Also ich finde schon, dass das echt ein schönes Wechselspiel ist, weil hinten an die Hinterseiten von die Backen, da hängt halt wirklich diese Fruchtkompott-Süße, diese exotische drin, und das macht echt ein schönes Wechselspiel im Mund. Ist auch mal eine wunderbare Abwechslung zu diesen Sherry-überladenen Whiskys, die man halt immer wieder im Glas hat, die auch teilweise ja wunderbar sind. Ich trinke die ja auch gern. Aber ich muss wirklich sagen, dieser Whisky ist ein Sommerwhisky, das ist ein einsteigerfreundlicher Whisky und ein sehr gelungener Whisky. Ob er um die 60 Euro im Schnitt wert ist, nur weil 14 Jahre draufsteht. Ja, wenn ich die Preise mal vergleiche mit anderen, dann ist es wahrscheinlich auch wert. Wer auf diese Aromatik steht, kann sich den gerne mal in die Bar stellen, beziehungsweise auch sehr gerne mal ein Sample oder sich was besorgen, um den mal zu probieren. Also das ist eine von den Rumfinishes, die ich als gelungen bezeichnen möchte. Ist es eine Kaufempfehlung? Nicht unbedingt direkt, weil du musst das mögen. Und wenn du das magst, dann wirst du mit diesem Whisky gut bedient.
Also sollten die von mir euch rübergebrachten Aromen euch gefallen, dann gebt eine Chance. Dann gibt es sicherlich deutlich schlechtere Whiskys, die man haben kann. Und ansonsten, wie gesagt, ist er für den Preis dann auch eigentlich okay für die heutigen Dinge, die man ja gewohnt ist, leider schon. Der Abgang ist sanft, ausbalanciert. Und den Whisky könnte ich mir zum Beispiel super als Begleiter zu einem guten Stück Obstkuchen vorstellen. Der würde das echt schön abrunden und danach noch ein schöner Espresso. Der würde echt gut passen. Also ist wirklich ein leckerer Whisky. So, meine Lieben, am Ende war es das schon zu dem Belveny. Ich finde ihn gut und ich würde mich natürlich brennend interessieren, wer von euch den schon mal im Glas hat. Gebt es mir doch in die Kommentare rein, wie ihr den findet, wie ihr Rumfinish an sich findet. Habt ihr schon mal ein gutes gehabt oder ähnliche Erfahrungen wie ich? Dann lasst uns diskutieren. Ansonsten verbleibt mir wie immer zu sagen, raise your horns, stay hard und slangema. Schaltet nächste Woche wieder ein und bis dahin verbleibe ich mit warmen Worten, euer Whisky-Häcksler. Bleibt gesund, bis dann, haut rein.